Moinsen, wir haben jetzt Sonntagmorgen, 8 Uhr. Ich habe so ziemlich die ganze Nacht durchgerendert und gecuttet und die Lieder bei den Autofahrten dahinter gelegt. War eine Menge Arbeit, hat sich aber, glaube ich, gelohnt. Und normalerweise sollte ich jetzt ins Bett gehen, aber da habe ich noch keinen Bock zu. Wir zocken weiter. Ich brauche mal kurz meine Ohrmuscheln. Moment. Wo war rechts? Da war rechts. Alles klar. So, kann weitergehen, also, ja, go. Ja, super, wir stehen genau da, wo wir aufgehört haben. Ich glaube, ich habe das Ding auch pausiert gehabt in der ganzen Zeit. Deswegen kann da noch nicht viel passiert sein. Wer bist denn du? Na, willst dich nicht in die Sonne legen? Naja, gesprächig ist sie nicht gerade. Was war denn los? Wir haben jetzt hier neue Kontakte, ne? Ich gucke da mal gerade rein. Amanda ist klar. Ich weiß noch nicht, wer Dave ist. Hier genau, ach ja, Dr. Friedlander. Da können wir jetzt vorbei. Franklin, Jimmy, Lester. Mit Lester haben wir gesprochen, genau. Lass uns doch einfach besser auf die Karte gucken. Das ist doch viel einfacher. Huch. So, wir haben ein M auf der Karte. Wir haben das L für Lester. Und dann haben wir noch, hier wohnt unser Psychodoc. Sagen wir mal zum Psychodoc. Ja, komm, wird Zeit. Wir müssen es erstmal verkraften hier mit unserer Frau, dass sie in unserem eigenen Haus fremd geht. Mit dem Tennislehrer. Und, ja. Das Ding da bietet sich doch geradezu an, dahin zu fahren. Das ist der Ocelot-Jacquard, alles klar. Irgendwie war der nicht mehr abgeschlossen. Kann sein, dass das sogar unser Auto ist. Ich bin mal gespannt, ob ich so früh am Morgen und total verpennt überhaupt in der Lage bin, halbwegs anständig Auto zu fahren. Natürlich nicht, wenn ich wieder gucke, ob die Aufnahme läuft. Ja. Ja, bleibt ruhig. Alles gut. Das passt schon. So, ab zum Strand. Ach, das ist eine Werbung. Ich dachte gerade. Ich dachte echt, da hängt jemand. Alles klar. Ach, immer dieser Morgenverkehr hier. Oh, den hat's wohl erledigt. Boah, jetzt hört auch hier rumzuhupen. Ich muss doch hier rein. Hier, glaube ich. Ist das nicht? Ich sag mir nicht, das Haus hat auf der anderen Seite eine gelbe Treppe. Dann weiß ich, wo wir sind. Ich wäre ganz toll geparkt, dass ich nicht an den Mülltonnen vorbeikomme. Oh! Come in, Michael. Yeah, thanks, Doc. How have you been? Oh, good. Things been good. No, actually, things ain't been good. Things been a far fucking way from good. I've been acting out. That's what you would call it, I think, right? Acting out. So what exactly has been the problem? I'm not good, Doc. Not good at all. I'm sorry to hear that.
Tell me. I don't know. I guess we've been having these conversations long enough that I can recognize a trigger when I see one. You know? Shit that's gonna put me right over the fucking edge. Like my family. My son. My daughter. My wife, especially my wife. I mean, they just set me right off, Doc. You know, there's been this episode. You know, actually, it was a culmination of a series of episodes. I pulled this Mexican's house right off the fucking hill. I mean, I think I'm back in it, Doc. I'm back into life. I mean, I gotta make some money, and there's only a couple ways I know how to do it. You feel the need to explain your decisions, Michael. Take responsibility. So, any other violent urges, friend? Yeah. Even on the way over here, I think I killed someone. And you know what? I don't care. I'm sick, Doc. I'm a sick, hypocritical fuck. I agree. Which is why you should really bulk buy a batch of sessions. Ratschlag ablehnen oder Ratschlag annehmen? Buddy? Nee. Everyone makes mistakes. I'm not trying to be perfect. Okay. And what about your sexual behaviors? I've been well. I mean, I've had thoughts, but I've been good. Not a single problem. We all have thoughts, Michael. Not acting on them is real progress. I just ain't myself right now, Doc. Not since my life went crazy. You're plainly addicted to chaos. Well, I'm not sure that's true, Doc. I'm not exactly enjoying myself here. You know, what I'm addicted to is not getting killed. But for some reason, I keep getting my ass into situations where getting killed is a little hard to avoid. What about the people you kill? Well, yeah, but that's not for fun. Are you sure? What exactly are you asking, Doc? Am I a psychopath who enjoys suffering? Or a sociopath who doesn't give a flying fuck about the rules? Come on, we've already had this conversation, right? I'm neither. I'm just a fat, washed-up jock who can't get his head around the fact that his high school football career didn't play out the way that he planned. The only way I'm content and competent is with a gun in my hand or a price on my head. You're very defensive, Michael. Do you consider yourself a failure? I pay you to listen to my problems. I'm rich. I'm miserable. I mean, half the time my kids can't stand me. The other half, my wife is cheating on me. I kill people without remorse, Doc. I'm pretty average for this town, really. Wait a minute. That's the shot. I think I'm having a breakthrough here, Doc. This, I think, no, I know that I'm just terrified that I'm sure gonna... you are, but that's really all we have time for. See you next time. Okay. $500. Achtung, auf dem Speicherplatz, ja, mach. $500 für was? Und er wollte, dass ich ein ganzes Sitzungspaket kaufe. Nix da. Na gut, dann wollen wir doch mal. Fahren wir zu Lester oder fahren wir zu Michael? Oder. Martin. Achso. Michael, meine Kohle, wo bleibt die? Du willst sicher nicht, dass ich dich nochmal besuche. Geht die noch weiter, die. Nächstes Mal wird's echt übel. Ja. Ist klar, Martin. Ich wollte jetzt eigentlich mal, wie ging das noch gleich? Darüber klicken? Ne, darüber. Und zu Franklin, mal gucken, was der so treibt. Guck an. Come here, boy.
gotta train your ass to use the John Chop. That's a big-ass pile of shit. That's Trill, homie. Franklin, du musst deine Schießkünste verbessern. Verbringe ein bisschen Zeit am Schießstand. Wenn du kannst. Okay. Der Schießstand ist jetzt bei Icon verfügbar. Kriegen wir das hier irgendwie weg? Na gut. Aber so fahre ich nicht zum Schießstand. Zum Shisha-Stand. Wie konnte ich den Hund denn nochmal wegschicken? You know the way home, Chop. Go. I'm gonna have a dinner calling later. So make yourself scarce. Ach ja, ja. Bleib cool, Alte. So, ich hätte gerne wie Kapuzenpullover. Haben wir neue? Nö. Was haben wir denn hier? Hemden. Blaushemd, altweißes, gelbes Karohemd. Wo ist denn das, was der jetzt letzt anhatte? Hier dieser. Was ist das für Freizeitjacken? T-Shirts. Keine Gegenstände. Jacken. Keine Gegenstände. War das ein Outfit? Na gut, komm, nehmen wir einfach Outfits und jo, nehmen wir das. Und da ja Sonic draußen ist, ziehen wir wieder unsere schiefergraue Stank-Sonnenbrille an. Are you cooking for me tonight, boy? Ach, koch für dich selbst. Auf den Schießstand, sagt er. Dann wollen wir mal schauen. Ammunition mit Schießstand. Ja, der ist auch nicht weit weg. Da fahren wir mit. Also das ist, glaube ich, der Bagger, ne? Heißt das Ding Bagger oder Bagger? Ja, Western Bagger Motorrad. Kein Wunder, dass wir keinen Bagger gefunden haben. So, und da sind wir auch. Wow, sind wir auch schon, wollte ich sagen. Mama. So, moinsen. Hello, whatever you need, just let me know. Anything for our VIPs. Kann ich einfach durchgehen? Oder wie läuft es hier? Eintrittsgebühr beträgt $14. Wie viel haben wir denn mit ihm hier? Ja, knapp 2,4. Achso. Ich muss da vorne drücken. Ich dachte, ich muss mich erst hinstellen. Entschuldigung. Wo ging das hier? Willkommen auf dem Ammunition Schießstand. Diese Einführung kann jederzeit mit X besprungen werden. Die Ziele erscheinen nach Ablauf eines kurzen Countdowns. Die Runde endet, wenn die Zeit abgelaufen ist oder alle Ziele zerstört wurden. Bei Runden, in denen es auf Treffergenauigkeit ankommt, werden die Punkte pro Ziel anhand der Trefferzonen bestimmt. Zone 4 10 Punkte, Zone 3 25 Punkte, Zone 2 50 Punkte und Bullseye 100 Punkte. Aufeinanderfolgenden Treffen können die Kombo-Leistung und erhöhen deinen Multiplikator. Der höchstmögliche Multiplikator ist mal 3. Verfehlst du, wird er zurückgesetzt. Mit automatischen Waffen darfst du einmal daneben schießen. Für jede Waffe gibt es 3 Herausforderungen. Informationen für jede von ihnen findest du im jeweiligen Menü. Okay. Schützenclub Los Santos. Was machen wir denn? Waffe, Handfeuerwaffen. Gold, Silber, Bronze. Ja. Ja, wir fangen mit Handfeuerwaffen an, ne? Pistole, Gefechtspistole,